Auch wenn uns momentan wohl die Herausforderungen der Gegenwart ganz in Anspruch nehmen, unsere Gedanken, unsere Energie bündeln, so vielleicht doch heute Abend einmal daran denken, genau in 9 Monaten, heute ist ja der 24.3., halten wir den Heiligen Abend. Nicht nur von heute her in der Hoffnung, dass dann alles vielleicht überstanden ist, sondern vielleicht auch heute Abend so einen kleinen Wunschabend in seinem Herzen noch einmal nachschauen, was wünsche ich mir im Rückblick auf den heutigen Tag, was wünsche ich mir im Blick auf das Morgen, wirklich das kleine Morgen des neuen Tages und was ist das, was ich eigentlich in die Hand Gottes legen möchte. In dieser Hand ruhen wir, in dieser Hand wissen wir uns aufgehoben. Und so segne, beschütze und begleite uns auch in dieser Nacht, der seine schützende Hand über uns hält, in welcher Form auch immer, vielleicht so, dass wir es gar nicht zu entdecken vermögen momentan, der Gott, der Vater ist, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Gute Nacht.